Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Book of Unwritten Tales. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, es gestaltet sich schwierig, das Magier-Diplom zu erhalten, denn dafür müssen wir jetzt erstmal eine Magierprüfung hier ablegen. Und um überhaupt eine Prüfung ablegen zu können, müssen wir erstmal die Sachen für die Aufnahme zu Meister Markus bringen. Wir brauchen einmal eine magische Robe. Die müssen wir auch noch selber schneidern. Finden wir irgendwo hier zufälligerweise... Was haben wir da? Nein, das war die Kochnische. Dürfte ich vielleicht einmal kurz... Nein. Aber ich... Nur für Schüler. Nur die Magierrobe. Und wir brauchen dafür sogar eine Zeichnung, denn wir... Ein Schnittmuster, denn wir haben noch nie eine Magierrobe selber gemacht. Und magischen Stoff. Das allein schon für die Robe. Dann brauchen wir noch einen magischen, also einen Zauberstab natürlich. Und ein Batzengold als Aufnahmegebühr. Ich schaue noch mal im Bücherregal, vielleicht haben wir hier Schnittmuster. Ich würde einiges dafür geben, in diesen Büchern zu lesen. Aber das dürfen bestimmt nur Schüler. Ja, das dürfen nur Schüler. Das Schnittmuster, wo kriegen wir das her? Vielleicht verkauft uns das ja Jorge. SpongeBob Jorge. Na warte, du. Du. Was ist denn da los? Wow. Ein Superschurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Ja, wir sollen die Ratte für ihn fangen und dürfen uns dann drei Sachen aus seinem Sortiment suchen. Vielleicht könnte das sogar das Schnittmuster sein, den magischen Stoff und der Zauberstab. Wir reden nochmal mit ihm. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Hervorragend! Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ja, ich habe keine Zeit für Kinderkram. Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn es dann sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Nichts. Probier diesen. Besteht aus 5¼ Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Das kann jetzt lange dauern. Später. Ich hab genug, mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Okay, da kriegen wir den schon mal nicht her. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Wie sieht's denn mit magischem Stoff Hallo, aus? Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß oder 1½ Taurenellen. 3/8 Gnomen, wenn du so willst. Aha. Und wie viel Schenkel sind auf dem Ballen? Etwa 1¼ Seefelsruten. Das sind etwa 2½ Klafter, oder? Das würde reichen. Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen.
war ein Bombengeschäft. Ja, ja. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Hm. Ich bringe Ihnen die Maske des Königs der Diebe und darf mir dafür 3 Sachen aus Ihrem Sortiment aussuchen? So sieht es aus. Wenn du es nicht schaffst, werde ich Söldner anheuern. Ich will diese Ratte! Okay. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Wir durften ja hier in der Zauberkiste rumwühlen. Wir haben jetzt einmal dort schon mal Nadel und Faden, um nachher die Robe auch, ja, nähen zu können. Oder schneidern zu können. Was bringt uns die Kristallkugel? Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule. Meister Markus meint, er hätte sie als Werbegeschenk bekommen. Okay. Ja, und dann haben wir hier diese komischen Tränke. Ich weiß nicht, ob wir die ausprobieren sollen. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Andererseits, was soll schon passieren? Nichts. Okay, und der blaue Trank? Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch kein Alkohol trinken. Hm, geht wieder. Und grün klingt nach Gift. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. Hey, alles wird größer. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Okay. Können wir so in die Kanalisation? Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Aha, ja, gleich nicht mehr. Also schön. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen, aber eben noch nicht ganz. Die Welt ist noch nicht groß genug. Also ein weiterer Schluck. Wie lange hält das an? Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Wie kommen wir denn da ich rein? Ich bin beinahe klein. Können wir das noch irgendwie verstärken? Hat keinen Zweck. Der Trank macht die Welt nicht noch größer. Okay, damit kommen wir nicht da rein. So, wir haben noch diese Landkarte. Das ist eine Landkarte der Gegend hier. Mit ihr kann ich zum Beispiel schnell von hier nach da kommen. Wir haben uns jetzt noch gar nicht angeguckt, wo wir jetzt hin können. Ja, das ist ja wohl Seefels. Und dann haben wir hier noch die Auwiesen. Aber da kommen wir doch vorne rum. Da brauche ich doch nicht die Schnellreise zu machen. Vielleicht gibt es vorne ja was Neues. Ja, das Kaninchen, der Baum, auch noch Sachen, die noch ungelöst sind. So, wir sollen jetzt zum Schaustellerwagen auf die Auwiesen. Wuppermann war, glaube ich, der Name. Oh, hier ist aber auch wieder viel los. Was haben wir denn hier? Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und 4 Symbole in jeder möglichen Kombination. Eine Kristallkugel. Ob der Schausteller damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Die werden wir wahrscheinlich austauschen müssen. Wir haben ja eine. Ui, der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Wer will sich schon mit einem Pony schlagen? Was ist das? Ein Käfig mit Haaren? Hm, hier ist ein kleines Schildchen.
Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ui. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Können wir ihn mit dem Trank vielleicht Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ich sollte ihn in der Nähe des Eingangs trinken. Ja, okay, aber der ist ja noch nicht stark genug und dafür brauchen wir den. Was haben wir hier? Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Könnte ich auch behaupten. Siggi geht es gut, denke ich. Greif doch mal rein. Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge, naja, was Tauben halt so hinterlassen. Vogelkiki. Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Okay, was haben wir hier noch? Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig, sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Das Glücksrad? Ich kann ja noch mit ihm reden, aber ich will mich hier erst immer umschauen, bevor ich hier Dialoge führe. Die Chance, auf das richtige Feld zu kommen, steht 1 zu 16. Mein Gold würde ich darauf nicht wetten, wenn ich Gold hätte. Außer man wüsste, was kommt. Die Chance, auf das richtige Feld zu kommen, steht 1 zu 16. Mein Gold würde ich darauf nicht wetten, wenn ich Gold hätte. Okay, reden wir mal mit ihm. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Nanu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohlan, junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat, aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meine kleine Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Und wenn es so wäre? Dann müsste ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich über erstaunliche Fähigkeiten verfüge. Ich könnte dich hypnotisieren und dir weismachen, du seist ein gegarianischer Mudifrosch. Ich will sie ja gar nicht ausrauben. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden. Einen Haufen Gold? So. Ich habe so viel Gold hier, aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, gelb, grün und blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird. Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Na, wir fangen mal mit Blau an. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Ah, schaffen wir eh nicht. Da müssen wir irgendwie tricksen. Ah, ja. Toll. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Dafür müssen wir nicht zahlen? Wie ist er dann so reich geworden? Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun?
Diese Käfige, was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Das Eichhörnchen ist nicht nur unsichtbar, sondern auch ziemlich still, oder? Vielleicht schläft es. Ja, vielleicht. Sie sind sich sicher, dass da ein Eichhörnchen drin ist? Aber selbstverständlich. Es ist das einzige unsichtbare rosa Eichhörnchen in Gefangenschaft. Sie sind sehr selten. Das Eichhörnchen ist nicht... Ja, sie... Okay, das wiederholt sich. Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Wie sollte er auch? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Hui, unheimlich. Also komm. Pokus, Pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Werde ich die Aufgaben meistern können, die vor mir liegen? Nein, du solltest lieber aufgeben und nach Hause gehen. Aber dann hätte ich versagt. Jawohl, und ich hätte recht gehabt. Willst du sonst noch etwas wissen? Was wird der Tag bringen? Ich sehe Dunkelheit. Oh oh. Der Tag wird damit enden. Das hätte ich auch vorhersagen können. Du wirst heute noch Glücksrad spielen. Und wenn du es tust, wirst du dich fragen, ob du es auch ohne meine Vorhersage getan hättest. Möchtest du mehr wissen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr... interessant. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Ja, das ist richtig. Ich überlege, ob wir die Kristallkugel wirklich tauschen können und ob die andere was Wie bringt. Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Eine gute Frage. Können wir den mit irgendwas hier ablenken?
Oh Mann. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Können wir noch eine Runde Glücksrad spielen? Gerne auch zwei, mein kleiner Freund. Ich versuche es mal mit Grün, weil er es eben gesagt Welche hat. Welche Farbe willst du? Ich glaube nicht, dass das stimmt. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Hervorragend, du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter, nur noch zweimal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Jetzt nehme ich mal blau. Es wird ein blaues Feld sein. Also gut, los geht's. Jawohl. Unfassbar. Zwei Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Nicht genau. Hat es etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Es heißt, dass du nur noch einen Sieg davon entfernt bist, einen Haufen Gold zu gewinnen. Oh, dieser Druck. Welche Farbe willst du? So, vorhin hatten wir grün, dann hatten wir blau und davor hatten wir sogar rot. Wenn ich jetzt gelb nehme, rutscht das immer nur ein Feld weiter. Ich versuche. Es wird ein gelbes Feld sein. Ich glaube es aber nicht. Also gut, los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Wir müssen uns noch kleiner machen. Aber wie? Der Trank lässt alles um mich herum größer werden. Das hilft mir, wenn ich zum König der Diebe in die Kanalisation will. Haben wir hier sonst noch irgendwas rumliegen? Kristallkugel, Schausteller, alles gut. Wie sollen wir das mit der Kristallkugel machen? Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Okay, ich glaube, ich gehe hier mal wieder weg. Ich glaube, hier kommen wir gerade auch nicht weiter. Ist da was Neues? Wohl kaum. Ich habe schon genug Krabbelviecher mitgenommen. Okay, den Hasen können wir nicht fangen. Hier können wir auch nicht hin. Oh Mann, Leute, oh Mann. So, da drin haben wir auch alles genommen. Ich gehe noch mal kurz ins Gasthaus. Vielleicht habe ich hier irgendwo was übersehen. Die Zaubertinte können wir jetzt nehmen. Ja, genau. Vielleicht hilft die uns, ja? Kein Dämon, keine Gefahr. Jetzt müssen wir erstmal wissen, was das ist. Im Tintenfässchen ist noch ein kleiner Rest schwarzer Tinte. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Okay. Für eine dritte Beschwerde hat es nicht mehr gereicht. Aber die beiden haben aufgehört zu spielen. Das ist das Entscheidende. Können wir hier noch irgendwas nehmen? Okay.
Dann gehe ich doch noch mal in die Magierschule. Oder muss ich mit ihm noch mal reden? Haben wir hier noch irgendwas, um den Trank zu verstärken? Ich rede noch mal mit Meister Markus. Meister Markus? Ja? Okay. Ich war beim Krämer und habe alle seine Zauberstäbe ausprobiert. Nicht einer hat bei mir funktioniert. Das kann zwei Gründe haben. Entweder war der für dich richtige Stab einfach nicht dabei, oder in dir steckt noch weniger Magie, als ich gedacht habe. Vielleicht hast du es dir nur nicht doll genug gewünscht. Du weißt ja, nur ganz fest dran glauben reicht völlig aus. Ohne Stab kann ich dich zumindest nicht ausbilden. Ich werde schon einen Stab bekommen. Na klar. Dieser Spiegel dort, was hat es damit auf sich? Oh, das ist ein ganz besonderer Spiegel. Es ist ein magischer Spiegel. Zeigt er einem das, was man sich am sehnlichsten wünscht? Nein, nein, nichts dergleichen. Es ist, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu einer anderen Welt. Zum Wunderland? Nicht ganz. Es ist ein Tor zum Reich der Toten. Reich der Toten? Ja, so heißt es. Natürlich weiß das niemand so genau. Kein lebendes Wesen kann durch den Spiegel gehen. Nur Geister sind dazu in der Lage. Und davon gibt es hier nicht viele. Können sie auch rauskommen? Naja, solange ich den Spiegel habe, ist noch nie jemand rein oder rausgegangen. Ich war beim Schausteller. Können Sie mir mehr über ihn sagen? Na, er ist ein schräger Vogel, ein Trickser, behauptet Magier zu sein. Oder sogar ein Wahrsager. Er nutzt die Leichtgläubigkeit der Leute aus. Vor Jahren habe ich ihm deswegen noch Vorwürfe gemacht. Aber heute nicht mehr. Warum sollte man die Dummheit der Leute nicht ausnutzen? Niemand zwingt sie, leichtgläubige Idioten zu sein, oder? Ich finde es nicht richtig. Das habe ich auch nicht erwartet. Ich war beim Schausteller. Na, er nutzt... Okay. Warum soll... Ich finde es nicht richtig. Das habe ich auch nicht erwartet. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst... Das ist der Geisterspiegel. Meister Markus sagt, es ist ein Tor zu einer fremden Welt. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Unheimliches Ding. Das ist der Geisterspiegel. Okay, da können wir also auch nichts machen. Oh Mann. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen, aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Ach, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Okay. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Das war schon eine Vorauszahlung. Wahrscheinlich dürfen wir uns nur noch zwei Dinge nehmen. Okay. Mal sehen, ob er funktioniert. Das ist ja ekelerregend. Aber immerhin bin ich geschrumpft.
Und jetzt noch, ja, lass mich doch den Ring trinken. Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Ring aufsetzen und dann es den Trank. Es muss wohl sein. Komm. Also schön. Jetzt dürfen wir doch durchpassen. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Oh ja. Also los. Das habe ich mir vorhin schon gedacht. Uff. Der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin hier, um dich im Fechtkampf zu besiegen. Und du kämpfst wie ein dummer Bauer. Wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Also hast du doch den Job als Putze gekriegt? Mist. Ich werde nie wieder fremde Texte klauen. Ach ja? In Wahrheit ist mein Name Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen sie vor wie ein echter Held. Dabei sind sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Warum tun sie das? Warum stehlen sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein, dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Aber müssen Sie denn stehlen? Können Sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen, aber wie soll ich die anderen dorthin bringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen Vieren laufen. Ich kann niemanden zurücklassen. Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergenbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Oh, wie schrecklich. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwarten. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war. Da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat. Verrückt. Ich habe einen Auftrag vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkragen dafür? Nun, ich darf mir dafür 3 Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Du bist ein Kopfgeldjäger, Wilbur Wetterquarz. Nein, nein. Ich bin auf wichtiger Mission unterwegs. Und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder? Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Willst du mich denn töten? Nein. Könntest du mich denn töten? Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen.
Aber wenn ich euch genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher, aber wo willst du so viel Essen finden? Willst du es stehlen? Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Ja, allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Okay. Würdet ihr das tun? Na klar, das ist der Deal. Du besorgst uns etwas Essbares. Nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch ihre Maske. Na gut. Wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Kein Problem. Hoffe ich. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Wo könnten wir... Das ist ekliger Kanalschleim. Und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. Oh, darauf wird es wohl hinauslaufen. Ich nehme mal was. War ja klar. Was wir auch immer damit machen müssen. Okay, Nahrung. Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. Irgendwo da hinten werden die anderen Ratten sein. Einsam und hungrig. Das sind eklige Dinger. Denen werde ich mich auf keine drei Schritte nähern. Okay. Wo kriegen wir was zu essen her? Hier vorne war irgendwie, glaube ich, nur vergammeltes Getreide. Das können wir auch nicht mehr anwählen. Kann ich das Sandwich klauen? Er hatte doch hier so ein Riesensandwich, genau. Das Sandwich wäre genau richtig für die Ratten. Aber ich kann es nicht einfach aus der Tasche nehmen. Herr Schildträger würde es bemerken. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Herr Schildträger, würden Sie mir vielleicht ein wenig von Ihrem Riesensandwich abgeben? Nee. Ganz sicher nicht? Warum sollte ich? Der Tag ist noch lang. Und ich will auch in meiner nächsten Pause noch etwas zu futtern haben. Könnte ich Ihnen das Sandwich vielleicht abkaufen? Nein, Gold kann man nicht essen. Da ist etwas dran. Und wie wäre es, wenn wir um das Sandwich in einem spannenden Spiel gegeneinander antreten? Was für ein Spiel? Sie nennen mir eine Zahl zwischen 1 und 100 und wenn Sie daneben liegen, bekomme ich das Sandwich. Und was bekomme ich, wenn ich richtig liege? Vielleicht 2 Sandwiches oder 3? Nee, so viel Hunger habe ich nicht. Und ehrlich gesagt finde ich auch dein Spiel ziemlich blöde. Dann schlagen Sie doch ein besseres vor. Da gibt es nur eins. Ein Duell. Auf Leben und Tod. Es ist ja nur ein Sandwich. Ein Kartenspiel? Natürlich. Was dachtest du denn? Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Sandwich? Klar, warum nicht? Ich habe noch nie verloren. Ich bin der ungeschlagene Seefels-Champion aller Klassen und aller Zeiten. Wie funktioniert dieses Spiel? Du kennst Master of Dragonslayers Defender nicht? Nicht so richtig. Na gut, ich zeig's dir. Wir haben beide einen Haufen Karten.
Aus deinem Haufen wählst du dir 10 Karten aus. Das ist dein Deck. Dabei ist zu beachten, dass du 3 rote, 4 gelbe und 2 grüne... Außer natürlich, du hast eine Spezialisierung auf Stangenwaffen und du... Okay. Aber nur, wenn deine Magie lichtbasiert ist. Bei Feuermagie oder Erdmagie ist... Und das sind in etwa die Grundlagen. Alles verstanden? Schon, aber es scheint, als hätte man überhaupt keine Chance zu gewinnen, wenn man nicht sehr gute Karten hat. Das ist kein Problem. Ich habe sehr gute. Also, wollen wir eine Partie spielen? Also schön, spielen wir eine Runde. Aber ich habe keine Karten. Ich weiß. Ich leihe dir welche. Natürlich kann ich dir unmöglich gute Karten geben. Die sind viel zu wertvoll. Ich befürchte, du musst dich mit weniger guten Karten zufrieden geben. Also gut, los geht's. Buja! Ich bin der ungeschlagene Champion! Ja! Ja! Ich könnte ihn schlagen. Es liegt an meinen Karten. Mit denen habe ich keine Chance. Ich glaube, sie gewinnen nur gegen mich, weil ihre Karten viel besser sind als meine. Warum leihen sie mir keine besseren? Damit es für mich schwieriger wird? Warum sollte ich? Wenn sie nicht für faire Bedingungen sorgen wollen, mache ich es. Ich besorge mir jetzt bessere Karten. Viel Glück dabei. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. So. Das sind die Karten, die Herr Schildträger mir gegeben hat. Sie sind viel schlechter als seine Karten. Gut. Ah, wir können ihn jetzt nicht nach einer Karte fragen, oder? Ich mach einfach mal. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Hast du die Ratte endlich erledigt? Ich denke, ich werde Ihnen die Maske bald geben können. Wird auch Zeit. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Ich würde gern Karten von Master of Dragon Slayers Defender kaufen. Was ist denn das? Ein Sammelkartenspiel. Man muss gute Karten haben, um zu gewinnen. Und die Karten kann man sich in kleinen Packs nachkaufen. Und du weißt nicht, was in den Packs ist? Nein, man braucht Glück. Irgendwann wird schon mal was Gutes dabei sein. Man muss nur immer wieder kaufen. Tja, bei meinen Ahnen. Was ist? Warum ist mir so etwas nicht eingefallen, als hier noch was los war? Hört sich an wie eine Lizenz zum Goldstanzen. Dann haben Sie wohl keine Karten? Komm nach dem Krieg wieder. Da werde ich welche haben. Garantiert. Könnte ich etwas Essbares kaufen? Brot? Obst? Fleisch? Pah. Woher soll das nun kommen? Die Bauern liefern nicht in eine Geisterstadt. Und alles, was ich auf Lager hatte, hat sich der verdammte König der Diebe unter den Nagel gerissen. Schade. Okay. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Ich hatte gedacht, er würde vielleicht die Karten kennen, weil die ja ihr Rollenspiel gespielt haben. Aber vielleicht kennt der Zauberer die Karten ja. Meister Markus? Ja? Kennen Sie sich mit Kartenspielen aus? Kennen Sie Master of Dragon Slayers Defender? Ja. Hab ich mal eine Zeit lang gespielt, bevor WOB kam. Ich hab aber immer gegen Schildträger verloren, bevor er zur Stadtwache ernannt wurde. Damals war er noch Gehilfe beim alten Pew. Hat mich ständig damit genervt, wie toll er doch sei. Kein Wunder bei den Karten. Ich spiele auch gerade gegen ihn und habe auch keine Chance. Ich hätte nichts dagegen, wenn der gute Bartholomäus von seinem Thron gestoßen werden würde. Hier, das sind die besten Karten, die ich noch habe. Danke. Ich stecke sie in mein Kartendeck. Bei der nächsten Partie kann ich sie dann benutzen. Zeig's ihm. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst.
Kartenhälfte, okay. Das könnte eine besonders gute Karte sein. Aber die eine Hälfte wird mir nichts nützen. Ja, super. Schrumpfen ist ein widerwärtiges Gefühl. Ich werde den Ring nur am Eingang zur Kanalisation anziehen. Und nur, wenn es unbedingt sein muss. Ja, ich will nochmal in die Kanalisation. Okay, machen wir automatisch. Okay. Herr König? Kann ich dir helfen? Die Stadtwache hat ein Riesensandwich. Wenn ich sie bei so einem Kartenspiel besiege, bekomme ich es. Die Stadtwache hat immer eine Menge leckeres Essen dabei. Aber sie würde es nie riskieren, etwas davon zu verlieren. Sie muss sich verdammt sicher sein, dass sie dieses Spiel nicht verliert. Momentan kann sie es leider auch sein. Herr Schildwache hat viel bessere Karten als ich. Was sind das für Karten? Verschiedene Spielkarten. Alle mit einem Bild und einem Text. Die Rückseiten sind blau mit braunen Linien. Ich glaube, so etwas habe ich schon mal gesehen. Lass mich darüber nachdenken. Na gut. Ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Okay. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Mit der Karte können wir doch nicht spielen, mit einer halben Karte. Das wird er doch niemals genehmigen. Aber wir hatten doch jetzt auch noch Karten von ihm. Der hat uns doch nicht nur eine halbe Karte gegeben, oder, Markus? Probieren wir es nochmal. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Noch eine Partie? Du wirst wohl gerne gedemütigt, oder? Also los. Wer ist der beste Spieler in dieser Stadt? Ja! Schildträger! Ja! Mit diesen Karten habe ich keine Chance. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Ja, okay. Wir brauchen die andere Kartenhälfte irgendwie. Psst. Wilbur, psst! Hier unten! Okay. Hallo! Was gibt's? Ich habe etwas für dich. Eine Spielkarte? Ich wusste doch, dass ich so ein Ding schon mal gesehen habe. Schwamm bei uns in der Kanalisation, ist aber trocken geblieben. Sie hat eine Schutzhülle, siehst du? Es scheint eine besondere Karte zu sein. Tante Mildred hat zumindest erzählt, der Besitzer habe sich vom Turm geworfen, nachdem sie ihm in den Abfluss gefallen war. Ui, danke. Hoffentlich hilft sie dir. Viel Erfolg. Das scheint die andere Hälfte zu sein. Was ist das? Black Locus? Okay. Sit down and push Black Locus. Button to flush your opponent into oblivion. Okay. Wir haben doch Klebeband. Können wir das nicht kleben? Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Es funktioniert. Okay, gut, dann gucken wir mal, ob das jetzt hinhaut. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Ich habe tatsächlich eine Karte gefunden. Schauen Sie mal. Ist das eine besondere Karte? Ich frage nur wegen der Noppen und so. Die ist, sie ist beschädigt. Sie ist so gut wie neu. Nein, leider. Also leider darf grundsätzlich nicht mit beschädigten oder reparierten Karten gespielt werden. Aber ich kenne die Regeln genau. Und ich kann da keine Ausnahme machen. Du darfst die Karte nicht benutzen. Und das haben Sie sich bestimmt nicht gerade ausgedacht? Ach, was?
Ich mache jetzt mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Okay. Was sollen wir denn jetzt machen? Können wir beide Hälften zusammenzaubern? Meister Markus? Ja? Herr Schildträger sagt, mit einer reparierten Karte dürfte ich nicht spielen. So? Sagt er das? Das wage ich zu bezweifeln. Was ist das? Das sind die offiziellen Spielregeln. Und hier steht, man kann eine Karte in beliebigem Zustand verwenden, sofern mindestens 51% der Karte vorhanden sind und man die Schrift lesen kann. Das heißt? Dass die Karte völlig in Ordnung ist und das kleine Wiesel seinen Rauswurf aus der Spielervereinigung riskiert, wenn er deine Herausforderung nicht annimmt. Nimm das Buch und halte es ihm unter die Nase, Wilbur. Mit dem größten Vergnügen. Sehr gut. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Dann machen wir das doch mal. Hallo, Herr Schildträger. Die Spielregeln sagen zu kaputten Karten etwas ganz anderes als Sie, Herr Schildträger. Das kann nicht sein. Oh, doch. Ich fordere Sie heraus und ich werde die Karte benutzen. Aber, also, auch das wird dir nichts nützen. Ich bin der Champion. Tja, Junge. Das ist unmöglich. Das war ein Sieg, würde ich sagen. Aber ich bin der ungeschlagene Champion. Der einmal geschlagene Champion. Dürfte ich nun das Sandwich haben? Das ist unfair. Du hast geschummelt. Ich will eine Revanche. Wir hatten abgemacht, dass ich ihr Sandwich bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Und ich habe gewonnen. Aber ich gebe es dir nicht. Ich will eine Revanche. Was bieten Sie denn als Preis, wenn ich wieder gewinne? Darf ich dann hoch in den Turm? Nein, das geht nicht. Irgendwas anderes. Was willst du denn? Ein Zauberstab? Sowas habe ich nicht. Weltfrieden? Das steht nicht in meiner Macht. Ich glaube, dann will ich doch einfach nur das Sandwich. Ich habe fair gewonnen. Und das werde ich auch jedem so erzählen. Das geht doch nicht. Ich bin der Champion. Mich kann niemand besiegen. Wie wäre es damit? Sie geben mir das Sandwich und ich vergesse, dass ich sie geschlagen habe. Und ich will meine Karten zurück. Alle Karten. Auch deine. Wir haben nie gespielt. Und dafür bekomme ich das Sandwich? So ist es. Und wir sprechen nie wieder über diese Angelegenheit. Na schön. Okay. Dann haben wir ja schon mal das Sandwich. Schau mal, Herr König. Ich habe hier ein großes Sandwich für Sie. Das ist nett gemeint, Wilbur. Aber das Sandwich reicht nicht ansatzweise für uns alle. Es müsste viel, viel größer sein. Wie groß? So einen Menschenfuß lang. Aber so lang ist es doch. Oder war? Ah, okay. Wir müssen wieder groß werden und jetzt reinschieben, hm? Das dürfte ein Festessen für die Ratten werden. Haut rein! So. Oh ja. Wilbur, kommt das Ding von dir? Allerdings. Es hat beinahe den kleinen Tim zerquetscht. Das tut mir leid. Ach was, das ist großartig. An diesem Sandwich können wir uns alle satt essen und endlich dieses Loch verlassen. Das freut mich.
Aber wir gehen nicht, bevor du nicht zum Diplom-Magier geworden bist. Wir werden dir helfen. Sprich mich einfach an, wenn wir dir etwas in der Kanalisation suchen sollen. Danke, das werde ich. Hier hast du meine Maske. Ich werde mich dem Krämer nicht mehr zeigen. Du kannst also behaupten, du hättest mich besiegt. Viel Glück damit. Danke. Das haben wir schon mal. Mal gucken, ob den Zauberstab haben. Herr König? Kann ich dir helfen? Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Einen Zauberstab haben Sie hier nicht zufällig, oder? Vielleicht schon. Über die Jahre sind viele Zauberer in die Kanalisation gekommen. Einige haben sie nie mehr verlassen. Würden Sie nach einem Stab für mich suchen? Klar. Falls wir etwas gefunden haben, hängen wir die weiße Fahne vor den Eingang der Kanalisation und legen den Stab dort ab. In Ordnung? Großartig, danke. Jetzt haben wir die Maske, aber sie trägt sie noch. Okay. Ich muss mir eine Magierrobe schneidern. Können Sie vielleicht ein Schnittmuster besorgen? Ein Schnittmuster für eine Magierrobe in Gnomgröße. Keine leichte Aufgabe. Aber im Osten der Stadt gab es früher eine große Schneiderei. Dort konnten auch junge Magiernovizen Roben bekommen. Ich schicke einige Ratten dorthin. Das wäre nett. Vielleicht lässt sich etwas finden. Wie sieht es mit Gold aus? Ein ganzer Haufen. Gibt es hier so etwas? Oh, da werden wir dir nicht helfen können. Es gibt eine Menge Schätze hier unten. Gold, Silber, Edelsteine, wertvolle Waffen. Aber das haben sich alles die Riesenspinnen unter den Nagel gerissen. Okay. Und mit den Riesenspinnen legt man sich besser nicht an. Nochmal etwas anderes. Machen Sie es gut, Herr König. Mach's gut, mein Freund. Okay. Gut, dann geben wir ihm jetzt die Maske und gucken mal, was wir dafür nehmen dürfen. Schauen Sie einmal, was ich hier habe. Die Maske des Königs der Diebe. Das ist ja... Ich habe es doch immer gesagt. Wenn man will, dass etwas gemacht wird, dann muss man es selbst machen. Aha. Ganz recht. Kann ich mir nun etwas von Ihren Sachen aussuchen? Ja, ja. Abgemacht ist abgemacht. Du kannst dir zwei Dinge aussuchen. Zwei? Wir hatten drei abgemacht. Das glaube ich nicht. Ich weiß es noch ganz genau. Du bringst mir die Maske des Königs der Diebe und kannst dir dafür zwei Dinge aussuchen. Aber nichts von den teuren Sachen. Aber... Keine Widerrede. Du hast es dir verdient, mein Junge. Das ist ein ganz schöner Abzocker. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Rattentöter. Was willst du? Ich möchte meine Belohnung abholen. Ich hätte gern einen Ballen magiegewirkten Stoff als Belohnung für meinen epischen Kampf gegen den König der Diebe. Naja, der Ballen ist ziemlich wertvoll. Meinen Sie, ich habe die Maske geschenkt bekommen? Ich habe mir den Ballen verdient. Ja, na gut, hier. Ich komme noch mal wieder wegen meiner Belohnung. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Okay, also haben wir schon mal den magiegewirkten Stoff. Brauchen noch das Schnittmuster, dann brauchen wir noch den Zauberstab. Und dann hätten wir es. Aber wir sind auch schon wieder bei einer Stunde hier knapp. Das heißt, das werde ich natürlich im nächsten Video machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu The Book of Unwritten Tales wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.